Hallo und willkommen zurück zu Legends of Eisenwald. Ich werde jetzt hier erst nochmal mit der Altfeuchtburg ausprobieren. Und zwar selbst wenn es keinen Fehler gibt. Ich meine, selbst wenn man dieses Dings hat, den Rumor, dann ist es wohl so, dass man hier anscheinend nicht direkt eintreten kann. Sondern da irgendwo diagonal durchlaufen muss. Aber ich glaube, dazu müsste man schon da vorne stehen. Da hatten die Entwickler ein Video zu gemacht. Gerade auf dem anderen Rechner öffne. So. Ja, okay, aber die können sich da hinstellen. Also die haben diese Bäume dort nicht. Die stehen also da. Und dann müssen die da hinten hin, muss man da hinten hinklicken irgendwo. Und dann läuft der da diagonal rüber. Aber wir kommen erst gar nicht dahin. Also, ich würde mal behaupten, dass das hier bei mir kaputt ist. So oder so. Dann beenden wir das hier ohne Altfeuchtburg. Und werden da mal diesen Deal machen. Ich werde dazu jetzt erst nochmal alle Leute plündern. Und dann werden wir gleich schauen, was wir davon mit in das nächste Level nehmen. Das war natürlich Quatsch. So. Der nimmt ja sowieso alles mit. So. Falls es jetzt tatsächlich zu Ende ist, aber ich gehe stark davon aus. Ja, können wir einfach quick surfen. Was wir machen könnten, wäre, ich glaube, die Sachen nehmen wir ja auch auf jeden Fall mit. Ja. Spulen wir die Zeit etwas vor, bis zur Nacht. Tudu. Jawohl. Leonard, seid ihr das? Wer sollte das denn sonst sein? Bla, das hatten wir ja vorher schon mal. Lese ich also jetzt nicht nochmal vor. Also lebt wohl. Oh nein, so leicht kommt... Ja, vielleicht lese ich es doch nochmal vor. Oh nein, so leicht kommt ihr mir nicht davon. Verdammt, wie hat er es fertig gebracht, seine Leute zu verstecken?
Man nennt mich schließlich nicht umsonst das Wiesel. Ich muss entkommen. Vor die tauchen plötzlich bewaffnete Männer aus den Sträuchern auf, Sträuchern und dem hohen Gras an der Straße auf. Lauft nur, ihr werdet, weit werdet ihr nicht kommen. Cordano hier! Berthold, wer sind diese Schurken? Auf sie! Keine Sorge, an denen kommen wir vorbei. Wir haben es schon, früher schon geschafft und das werden wir auch jetzt. Jetzt müssen wir die nochmal alle umlegen. Dann sollten wir halt vielleicht doch nochmal mit dem die Sachen anlegen. Nachtkampf. Magische Regeneration. Ich kann mal überlegen, ob das effizienteste ist. Machen wir den erstmal dahin. Greifen da an. Mächtiger Schlag. Machen wir das. Das auch. Deckung. Abwarten. Na. Ja, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, was wir hier casten, weil die sowieso alle. Ja, komm, Sprengung. Abwarten. Nächsten. Dahin. Dann dahin. Der muss leider jetzt den angreifen. Mächtiger Schlag. Schädliche Rüstung ist uncool. Der Hitpoints hat 170, der kann ja gar nicht sterben. Kann ich nicht anwählen.
Ah, das ist sowas zum... Nervtötend. So. Nutzt natürlich jetzt überhaupt gar nichts, hätten wir uns ersparen können. Schieß bitte alle auf D, dann kann ich den einfach gegenheilen. Hat der irgendeine Fähigkeit, dass der mehrere hintereinander kaputt machen kann? Verdammt! Zwieter, der Eisenmühlstein ist bei Ihnen. Gegen den kommen wir nicht an. Rettet euch! Dieses Mal hattet ihr Glück, dreckiger Hund. Aber lange werdet ihr nicht in Sicherheit sein. Gucken wir mal. Hammerangriff. Treffer des zweiten Hammers betäubt das Ziel und verringert dessen Angriffsinitiativwert. Ja, schön. Herkules, diese Person ist so stark, dass jeder ihrer Angriffe im Gegner eine Wunde zufügt. Stabile Rüstung. Blutzorn. Eine Person, die einen Gegner tötet, erhält eine zusätzliche Aktion. Okay. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Das Wiesel. Berthold, was macht ihr denn hier? Und was geht hier vor sich? Ich habe einen schweren Fehler begangen und versuche ihn wieder gut zu machen. Bitte lasst mich erklären, das bin ich euch schuldig. Das Testament eures Vaters war gefälscht, und zwar von keinem anderen als Werner von Storch. Er wusste schon vorher über alles Bescheid, was in Lahnstein geschah, und brachte Kurt auf seine Seite, indem er ihm versprach, ihn dort zum wahren Herrn zu machen. Nach Kurts Tod geriet sein Testament in meine Hände. Und ihr habt keine Sekunde an dessen Echtheit zweifelt? Es fällt mir schwer zu glauben, dass ihr mich so eilfertig beschuldigen würdet. Ich hatte andere Gründe, euch nicht zu vertrauen, aber lasst mich fortfahren. Sobald Lahnstein meine Familie in die Hände gefallen war, ergriffen meine Brüder und ich die Gelegenheit, sie mit Gewinn an die Ritter von Erzglanz zu verschachern, die plötzlich reich geworden waren. Eure Ländereien und eure Burg gehören von Rechts wegen jetzt ihnen. Und selbst die Intervention des Kanzlers, sollte er sich dazu entschließen, wird daran nichts mehr ändern können. Also bin ich jetzt wohl tatsächlich ein Ritter ohne Land. Bald darauf wurde mir klar, dass Storch uns getäuscht hatte und dass der Angriff auf Lahnstein auf seinen Mist gewachsen war. Ich ging nach Windfeld, um euch zu warnen. Ich fand weder euch noch den Kanzler, doch ich fand jemand anderen. Von Smita erfuhr ich, dass der Kanzler euch nach Trever geschickt hatte. Ich eilte sofort mit ihm hierher. In der ersten Taverne traf ich auf eine fröhliche Gesellschaft, die über den Inhalt des Briefes sprach, den einer der Zecher zugestellt hatte. Na, das war also geschehen. Was? Das war also geschehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er überhaupt lesen könnte. Er hat gelesen gelernt und nun steckt er seine Nase in anderer Leute Briefe. Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie mit euch zu tun hatte. Darum beschlossen Smita und ich, zu dem Treffpunkt zu gehen. Und wie sich herausstellt, nicht vergebens.
Dann hat also Sternchen Angriff auf Lahnstein organisiert. Keine große Überraschung, nachdem ich den Mann jetzt besser kenne. Sein Hof hält zusammen wie eine Schlangenbrut. Zweifellos ist er bei meiner Familie genauso vorgegangen wie bei Wendel von Schattenfrost. Ich hätte es mir denken können. Nur noch eine Frage. Wozu das Ganze? Das weiß ich nicht. Ich habe euch gesagt, was ich wusste und nun muss ich gehen. Der Kanzler darf nicht wissen, dass ich hier bin. Das würde nur Ungemach über uns beide bringen. Berthold macht eine schnelle Verbeugung und pfeift nach seinem Pferd. Wartet, Berthold! Ihr sagtet, ihr hättet eure Gründe gehabt, mich nicht zu vertrauen. Ich möchte wissen, was... Berthold! Berthold sieht dich einen Moment lang an, gibt dann seinem Pferd die Sporen und reitet die Straße hinunter. Versucht nicht, ihn einzuholen, Kolano. Ich muss auch mit... Was? Ich muss auch mit euch reden. Verbleiben. Das ist immer Quatsch. Ihr habt geschworen, euch zu rächen, nicht wahr? Euch an all denen zu rächen, die hinter dem Mord an eurer Familie stecken. Ja, aber gegen den Kanzler kann ich nichts ausrichten. Doch, ihr könnt ihr wohl. Geht dorthin, wo Borg grad früher stand. Dort warte ich auf euch. Mhm. Dann holen wir jetzt gerade nochmal die Leute ab. Nun am Lech werden die Dinge etwas klarer, aber wohin ich auch gehe, nach Süden, Osten, Westen oder Norden, wartet Unerledigtes auf mich. Im Osten liegt Windfeld, wo Werner von Storch die Macht in seinen dreckigen Pfoten hält. Er war zwar nicht der Ausführende, aber der Anstifter für den Mord an meiner Familie, und ich habe geschworen, mich an allen zu rächen, die daran beteiligt waren. Um ihn sollte ich mich als erstes kümmern. Im Süden liegt Lahnstein, aber das ist für mich verloren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Vielleicht kann ich den Tod des Herzogs und die entstehenden Unruhen nutzen, um meine Ländereien mit Zinsen zurückzufordern. Oder ich bleibe bis zum Ende meines Lebens ein landloser Ritter. Vielleicht kann ich Anspruch auf andere Ländereien erwerben. Ja, oder einfach alle umbringen. Nicht weit im Westen findet sich Ramjek, das Wiesel. Er ist endlich darauf gekommen, dass ich sein Feind bin. Ich kann mich nicht länger verstecken. Ich muss mich den Truppen des Landgrafen offen entgegenstellen. Und im Norden schließlich erwartet der Landgraf selbst sein Urteil. Jetzt weiß ich, dass er einen Apfel sucht, der ihm Unsterblichkeit gewährleisten soll. Aber nutzt es mir, was ich weiß? Ich sollte mich mit Daniel beraten. Vielleicht finden wir gemeinsam heraus, wie wir am besten vorgehen. Nachdem du deine Überlegungen beendet hast, holst du tief Luft und schaust zum Himmel empor. Ein Raubvogel kreist über dem Tal. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass ich jetzt fliehen müsse. Aber dem ist wohl nicht so... Die werde ich aber jetzt auch nicht neu ausrüsten, es sei denn, sollte ein wirklich harter Kampf sein. Jetzt bin ich wieder am Zerpflücken. Also, wir werden jetzt erstmal nach unten. Zu der Ruine. Seid gegrüßt, Kodano, ein lehrreicher Anblick, die Ruinen, nicht wahr? Einst so mächtige Mauern und jetzt nur noch Geröll, als wäre die Burg von einem eisernen Mühlstein zermahlen worden. So ist es, ihr habt also schon von diesem Ort gehört. Ja, ich war es, der ihn in Schutt und Asche gelegt hat, vor langer Zeit während des Bruderkrieges. Ein besiegter Feind ist immer ein erhebender Anblick. Habt ihr mich herbestellt, um mir von euren früheren Taten zu erzählen? Nein, ich weiß, wie ihr euch an eurem Feind rächen könnt. Unserem Feind, dem Kanzler. Wenn er stirbt, wird euch und eure ganze Sippe in die Verbannung mit aller Härte treffen. Doch Sterch selbst bestand darauf, dass ihr die Möglichkeit bekommen solltet, die Sünde eures Vaters wieder gut zu machen. Damit hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt. Leistet Wiedergutmachung für das Verbrechen und dann tut mit dem Übeltäter, was ihr wollt. Offenbar muss ich meine Ehre bei einem Würfelspiel riskieren und meinen Mut und mein Gewissen opfern. Ja, legt sie auf den Altar des Höllenfeuers. Aber gibt es jemanden, der weiß, wie man das macht? Der den Fluch erschaffen hat, weiß es. Ich weiß es. Und ich kann es euch sagen. Aber ich brauche eine Gegenleistung. Ihr müsst versprechen, keinen Rückzieher zu machen. Wenn ihr euch einmal entschlossen habt, müsst ihr den Weg weitergehen. Bis zum Ende. Muss ich das Versprechen jetzt sofort ablegen? Nein. Eure Worte würden nichts bedeuten. Nur Taten sprechen die Wahrheit. Sobald ihr euren Mut zum Ergötzen der Menge preisgebt, sehe ich, dass ihr zu diesem Weg entschlossen seid. In dem Fall bin ich ganz Ohr. Ich weiß, dass sehr bald jemand, der euch ebenbürtig ist, in dieser Gegend erscheinen wird. Er hat das Recht, Ehrlichkeit von euch zu verlangen.
Wenn ihr euren Mut besudeln wollt, müsst ihr euch vor ihm hinter jemanden verstecken, der keinen Namen hat. Wes? Was zum Teufel wollt ihr mir sagen? Sprecht doch nicht in Rätseln. Ha, ich habe nicht gesagt, dass es leicht sein würde. Ich reiche euch nur die Lösung auf einem Silbertablett, macht einem alten Mann eine Freunde und kommt allein dahinter. Tut, was ich euch gesagt habe und kehrt zu diesem Ort zurück. Im Weggehen hörst du hinter dir Smithers Stimme. Und denkt dran, eine zweite Chance auf Rache werdet ihr nicht bekommen. Aha. Verstehe ich nicht. Den Mut in den Dreck treten, um dich für deine Familie einen Kanzler zu rechnen und dich und deine Nachkommen zur gleichen Zeit vor der Verbannung zu schützen, musst du die Strafe aufheben, die deiner Sippe auferlegt wurde. Laut Bedingung musst du deinen Mut in den Dreck treten, deine Ehre in einem Würfelspiel riskieren und dein Gewissen auf den Altar des Höllenfeuers legen. Die einzige Person, die weiß, wie das geht, ist ein Henker namens Smita, der den Fluch erschaffen hat. Er hat angeboten, dir zu helfen, aber wenn du dich dazu entschließt, kannst du keinen Rückzieher mehr machen. Er sagt dir, wie du diesen ersten Zell der Bedingungen erfüllen kannst. Sehr bald wird jemand, der euch ebenbürtig ist, in dieser Gegend erscheinen. Er hat das Recht, Ehrlichkeit von euch zu verlangen. Wenn ihr euren Mut beschmutzen wollt, müsst ihr vor ihm hinter jemanden verstecken, der keinen Namen hat. Wenn du verstehst, was diese Worte bedeuten und danach handelst, bedeutet das, dass du Smitas Angebot angenommen hast. Besiege alle Gruppen. Und der ist jetzt jedenfalls böse. Besiege alle Gruppen des Wiesels und Trompeters und nimm die Burgen von Schwanz und Hornhaus ein. Am einfachsten lässt sich das bewerkstelligen, indem du zunächst in endlosen Streitigkeiten zwischen den Rittern und der Gegend ein Ende setzt. Dadurch erhältst du Daniels Unterstützung für den Angriff. Aha. Muss ich meine Leute wohl doch nochmal ausrüsten? Euer Gnaden, was für eine angenehme Überraschung. In der Tat, und wird es euch hierher verschlagen? Mich? Nun ja, ich wollte meinen Großvater besuchen. Er lebt in der Nähe auf dem Gehöft neben Karls gepflügtem Pferd. Ich wünschte, ihr wüsstet, was für ein Mann er ist. Früher hat er mal ganz allein ein Wildschwein gejagt, mit Erlaubnis des Herrn natürlich. Der Keiler war etwa 400 Pfund schwer. Er ist wirklich außerordentlich mutig. Und er wird auch respektiert, denn er hat noch nie betrogen, geschweige denn ein Versprechen gebrochen. Er hat ein gesegnetes Alter erreicht, viel gespart und alles, was er jetzt besitzt, wurde ehrenhaft erworben. Mein Großvater sagt, einem Menschen ohne Gewissen ginge es schlechter als einem Menschen ohne Armee, Arme oder Beine, wo einen die Füße auch hintragen, was die Hände auch tun. Wenn man kein reines Gewissen hat, wird einem alles, was geschieht, schaden. Und was für ein Mann oder eine Frau wären wir ohne Mut, Ehre und Gewissen, nichts als ein Krüppel. Worauf wollt ihr hinaus? Mein Großvater sagt, wer sich mit einem Trunkenbold anfreundet, ertrinkt in einem Fass. Wer sich mit einem Betrüger anfreundet, endet im Gefängnis. Und wer sich mit einem Henker anfreundet, findet sich auf dem Henkersblock wieder. Greta, belästigt ehrliche Leute nicht mit eurem Geschwätz. Es ist mehr als genug zu tun. Meine Frau kann nicht alles allein machen. Ab in die Küche. Hä? Bei Karls geflügtes Pferd. Achso, er fällt. Ein geflügtes Pferd ist auch gut. Anwesen, da könnte man nochmal hin. Dann werde ich die gerade nochmal ausrüsten. Zumindest grob.
Das andere war der stärkere, dann geben wir dem die Sachen. Waffen. Dann noch die Schmuckstücke. Okay. Und alles verteilt. Sicherlich jetzt nicht optimal, aber die werden wir jetzt vermutlich alle umlegen müssen. Ja, dass wir uns nicht heilen können, macht es natürlich auch nicht einfacher. Er ist auf Verteidigung gegangen oder was? Ja. Ist eigentlich sogar gut. Heilen, weil wahrscheinlich nach, also der falsche, ist egal, nach die der Kampf eh wohl zu Ende sein wird. Ja, den Geist hätte ich hier unten hinstellen müssen. Ah, okay. Passt. Der ist einfach nur noch stärker geworden. Das sind aber
alles Nahkämpfer. Die müssen jetzt alle diesen Geist angreifen. Der Geist geht natürlich auch irgendwann kaputt. Da steht der wunderbar, dann können wir da. Ach, der hätte aber den anderen angreifen sollen. Der kriegt natürlich jetzt erstmal gut Schaden. Ah ja. Geht so. Die sind auf Parier. Der eine ist auf Parier-Dings, der hier nicht. Ist dieses Anwesen. Kann man aber auch nicht reden oder so. Sterbt, Abschaum! Ihr werdet langsam sterben, dafür werde ich schon sorgen. Was? Das soll alles sein. Da ist ja gerade noch so gut gegangen. Pestmaske. Cool. Wirklich ein Jammer, dass man die Sachen dann nicht übernehmen kann. Haben wir es halt nicht. So. Müssen wir da hoch. Wachturm. Können wir auch dran vorbeilaufen. Ne, machen wir mal Platz. Wenn die drei Bogenschützen natürlich nicht so schön sind. Den Schurken müssen wir auf die linke Seite stellen. Ich nenne den weiterhin Schurken, auch wenn es ein Adliger ist. Na, hängt's.
Ach, komm schon. Den dahin und dann zwiebeln wir die Schützen da hoffentlich direkt kaputt. Also sollten wir aber den da hinstellen. Ne, es macht keinen Unterschied. Okay, wunderbar. Wenn wir den direkt platt machen, dann können die anderen sogar schon durchlaufen und die Schützen. Nee, die würden einfach den Ersatz töten. Dann müssen wir einfach mal überall warten. Alter Falter! Ja, gut, den können wir auch zur Not einfach ersetzen mit einem anderen. Na! Naja, was noch mal anders. Dann stellen wir den auf jeden Fall zurück. Aua. Auf den Hauptcharakter ist es aber sehr, sehr, sehr schlecht. Oder aber ich greife das einfach nicht an. So, geh mal halt hier hin. Stellen wir genau andersrum auf. Dürfen sich damit vergnügen und wir metzeln hier einfach direkt alles ab. Ist zwar nicht nett, aber wenn wir schnell sind, macht das nichts aus. Der hatte jetzt angegriffen. Den könnten wir angreifen und wir könnten das auch sein lassen. Machen wir das mit dem sein lassen. Der muss auf jeden Fall weg.
Den sprengen wir jetzt einfach. Wer ist dran? Der da. Jetzt werden sie wahrscheinlich aufgeben. Ach so, die können nicht aufgeben, weil die in der Burg stehen. Okay. Der Verräter Johann ist tot und wir haben seine Ländereien eingenommen. Jetzt fehlt dem Landgraf eine Burg und ich habe eine mehr. Meine Geschäfte entwickeln sich. Probieren wir es nochmal. Mal andersrum. Jetzt hängt es wieder. Die Bogenschützen werden den ja jetzt töten. Machen wir das so. Aber wir haben auch Tränke, mit denen wir Wunden entfernen können, von daher... Na. Ach, der hat eine Hellebarde, kein Speer. Dass wir den umgebracht bekommen. Der Geist ist dran, den kriegen wir auch tot. Danach ist der dran. Lass man das mal.
Heilung. Ja, jetzt ist nur unten die das Ding. Ich gehe mal unten zu der Kapelle, aber Herr Rotjäger, ich muss euch mitteilen, dass ihr und eure Leute von Behandlung und der Hilfe anderer Art ausgeschlossen seid. Naja. Oh. Brigante mit Brustpanzer. So, hier irgendwie verpeilt. Ja, da müssen wir dem gerade einen Trank reindrücken. Voll ist er. Hier soll irgendwer in der Gegend erscheinen, der jemand, der euch ebenbürtig ist, in dieser Gegend erscheinen. Er hat das Recht, Ehrlichkeit von euch zu verlangen. Wenn ihr euren Mut beschmutzen wollt, müsst ihr euch vor ihm hinter jemanden verstecken, der keinen Namen hat. Ich werde jetzt einfach mal die Zeit vorspulen und schauen, was passiert. Hier mal ein bisschen rumreisen. Ups. Da sehe ich nichts. Naja, der ist ja auch am Rumlaufen und alles am kaputt machen. Der Forster. Was? Autokampf, Sieg. Ich will nur mal gucken, was hier jetzt passiert. Keine Ahnung, was der mit sehr kurz meinte.
Da ist ein Bote. Leonard Rotjäger, ich habe eine Botschaft für euch. Von wem? Der Bote gibt einen Umschlag, verneigt sich wortlos und eilt davon. Nun sehen wir nach, was wir hier haben. Seid gegrüßt, Cordana. Ich vermute, dass die geheime Natur ihrer Anwesenheit in Trever diese Botschaft verzögern könnte. Ich werde wenig sagen, da ich nicht weiß, in wessen Ende dieses Schreiben geraten oder wird oder ob es über euch reicht. Naja, ist natürlich auch sehr anonym, mich dann hier mit einem Namen anzusprechen. Da hätte der Bote einfach nur das aufmachen müssen und dann hätte der schon gewusst, dass der Rotwald der gleiche ist. Aber ich muss euch warnen, vertraut weder den Abtrünnigen noch dem Scharfrichter. Werner von Storch. Das hat jetzt nichts einfacher oder logischer gemacht. Ich weiche hier mal, guck mal, was wir hier haben. Leonard, da seid ihr ja, lasst uns einen Schritt beiseite treten und uns unter vier Augen unterhalten. In der Gegend ist ein Fremder aufgetaucht. Er heißt Ulrich, der Fallensteller, und schnüffelt nach einem Lahnstein herum. Er will euch zu einem Zweikampf herausfordern. Er sagt, um den Mord an seinem Freund Wendel zu rächen. Anscheinend hatten sie sich geschworen, wenn einer von ihnen fallen würde, dann würde der andere seinen Mörder herausfordern. Der das Recht hat, Ehrlichkeit von mir zu verlangen, das hat Zwieter gemeint. Und wo ist dieser Ulrich? Nur für alle Fälle, um ihn im Auge zu behalten, habe ich ihn eingeladen, eine Weile Gast in meiner Burg zu sein. Aber fürs Erste habt ihr keinen Grund zur Sorge, denn niemand weiß, dass ihr Cordana von Lahnstein seid. Alle halten euch für Leonard Rotjäger. Danke, Daniel. Dann werde ich mir diesen Ulrich wohl einmal ansehen müssen. Was kann ich für euch tun, Herr Ritter? Ich bin Leonard Rotjäger und ihr? Mein Name ist Ulrich. Ich bin ein Fallensteller von Westrotwald. Ich suche nach Cordana von Lahnstein, der meinen Schwurbruder erschlagen hat. Sobald ich also erfuhr, dass Lahnstein in Trever ist, bin ich hergekommen. Und wie läuft eure Suche? Ha, ich bin an seiner Spur bis nach Trever gefolgt. Aber hier scheint er sich in Luft aufgelöst zu haben. Ich glaube, Ulrich, dass ich euch helfen kann, euren Feind zu finden. Verabschieden. Wenn du Zmitas Rat folgen willst, musst du jemanden finden, der keinen eigenen Namen hat. Ulrich, der Fallensteller, ein Freund des von dir getöteten Wendel von Schattenfrost, hat dich zum Zweikampf herausgefordert. Doch solange du dich hinter dem Namen Leonard Rotjäger versteckst, wird er dich nicht erkennen. Wahrscheinlich wird das der Bettler sein, der da oben war. Ja, oder in diesem Anwesen jetzt. Oh, ein Ritter würdet ihr im Moment für mich erübrigen. Gute Gesellschaft, ist mir immer willkommen. Ich bin Leonard Rotjäger. Wie darf ich euch nennen? Leider kann ich euch meinen Namen nicht preisgeben. Nehmen wir einfach an, ich hätte keinen. Zufällig stimmen meine Ziele nicht mit denen von Landgraf Enderlin überein.
Er hat seine Schergen angewiesen, mich umzubringen, aber ich konnte fliehen. Dann hat er mich verleumdet. Ich bin jetzt nicht sehr gut in Intrigen. Jetzt hält mich das ganze Herzogtum fälschlicherweise für einen Verbrecher und ich kann meinen Namen keinem verraten. Auf geheimen Wegen erreichte ich Trevera, aber bald hatten die Bluthunde des Landgrafen sich auf eine Spur gesetzt. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr sie für mich loswerden könntet. Es wäre mir eine Ehre, aber wie kann ich sie erkennen? Sie haben nur drei Abteilungen hier, die jeweils von einem der Gebrüder Schiffsstamm befehligt werden. Sie machen keinen Hehl daraus, Hehl aus ihrer Anwesenheit, besonders da der Landgraf bereits offen in Treva eingedrungen ist. Werdet sie los und ich werde euch für eure Güte danken. Okay, also das wäre dann der und dann hätten wir auf jeden Fall noch Zeit. Wir könnten... Naja, wir könnten dem anderen auch einfach die Wahrheit sagen. Ich weiß halt nicht, wo das drauf hinausläuft. Was sollten wir denn jetzt überhaupt für den machen? Wenn ich tue, worum mich dieser Mann ohne Namen bittet, wird er sich mir anvertrauen und ich werde mich hinter ihm verstecken können, genau wie es Zvita sagte. Ne. Ich habe doch auf Beenden geklickt. Nochmal wie Autokampf. Ich will jetzt eigentlich erstmal nur gucken, was man hier an... was man machen kann. Warte, ihr seid einer der Gebrüder Schiffstamm, nicht wahr? Und wer seid ihr? Man könnte sagen, ich bin der Finger des Schicksals. Ihr verweilt schon zu lange auf dieser Welt. Aha. Hey, da hört mal her. Ihr seid Insel Schiffstamm, einer der Kettenhunde des Landgrafen Endelin. Hier stinkt nur einer nach Hund. Und das seid ihr, haariger Bastard. Wer seid ihr und warum habt ihr euer Maul in meine Richtung geöffnet? Nennt mich Cerberus. Ich bin gekommen, um mir eure Seele zu holen. Ist klar. Ja, meine Gruppe ist aber jetzt auch schon klein geworden. Trotzdem gewonnen. Ja, dann gehen wir mal gerade unten in der Kapelle das Geld zahlen zum Heilen, damit ich da... Ach, das geht hier nicht. Weil das will ich gerade noch zu Ende testen. Und dann können wir noch mal schauen, was wir tatsächlich machen. Ups. Nur damit wir das auf jeden Fall gewinnen gleich. Dann müssen wir da gerade das Geld bezahlen. Ihr habt eure Meinung geändert, das ist gut. Ich habe immer, immer gesagt, dass Predigten Wunder wirken und meine niedersten und sinnigsten Seelen dem Teufel entreißen können. Das machen wir raus, wieder rein. Heilen. Zurück, dann machen wir den einen Typen gerade noch platt. Gucken, was das für Konsequenzen hat. Das heißt, wenn ich ihn irgendwo finden würde.
Testen wir das auch gerade aus. Nun, Enderlin, dann habt ihr also euren Jäger gefunden. Ich sollte Daniel erzählen, wie ich Schwanz gefangen habe, während er sich auf den Angriff vorbereitete. Das wird ihn sicher überraschen. Typen sehe ich da nicht mehr. Laden, dann machen wir das halt anders. Was hatten wir jetzt hier? Ach, das, okay, dann machen wir das nochmal gerade. Vielleicht, dass wir die drei. Vielleicht können wir den unten in der Taverne direkt holen. War nicht die Taverne. Gerüchte über ohne Ohr. Menschen in den Sümpfen. Ja, was ich euch erzähle, es gibt einen kleinen sumpfigen See im Wald im Norden, in der Nähe der Feucht. Ah, okay. Und hier kriegen wir jetzt auch Feuchtburg mit. An seinem Ufer stand Altfeuchtburg, wenn auch nicht lange. Vor vielen Jahren beschloss ein gerissener Ritter, in den Sümpfen eine unbezwingbare Burg zu bauen, sodass der Feind bei einer Belagerung im Morast gefangen säße. Doch es erwies sich als schwierig, Mauern auf sumpfigen Boden zu errichten. Er rief all seine Bauern zusammen, um ihm zu helfen. Als der Bau begann, erkrankten viele an der Schwindsucht, der ständigen Begleiterin sumpfiger Feuchte. Die Menschen verrotteten lebendigen Leibes und ihre Knochen wurden unter die Steine der Burg gelegt. Doch davon ließ sich der Ritter nicht aufhalten. Als er von den Verzögerungen beim Bau hörte, wurde er zornig und zwang alle gnadenlos, sogar noch härter zu arbeiten. Zahllose junge, starke Männer fanden in den Sumpf den Tod. Als der Bau fertig war, war nicht einmal die Hälfte der Leute, die den Bau begonnen hatten, mehr am Leben. Ein alter Bauer, der drei Söhne dort hatte begraben müssen, sagte, als die Reihe zu sterben an ihm war, verflucht seien diese Mauern. Mögen sie, wie wir, lebendig im Sumpf verschluckt werden. Der Herr bezog die Burg, aber es ging ihm darin gar nicht gut. Die sumpfige Feuchte drang durch die Bodenplatten und verbreitete sich in allen Fluren und Sälen bis in den höchsten Turm. Bald waren die Mauern der Burg von Moos und Schimmel bedeckt und in den Kellern nisteten sich giftige Schlangen ein. Doch der gierige Ritter ließ sich davon nicht entmutigen. Dann habe ich jetzt wenigstens jemanden, der mein Gold bewacht, sagte er. Und davon hatte er jedenfalls reichlich in seinen Kellern. Nach einem Jahr lag die Burg bereits tiefer, da der Boden, auf dem sie erbaut worden war, abgesunken war. Mit den Jahren sank der Boden der Burg immer tiefer in den Sumpf. Wände erhielten Risse und die Risse wurden sofort von Schimmel bedeckt, sodass es aussah, als würden die Steine selbst verrotten. Doch immer noch wollte der Ritter seine Festung nicht verlassen. Eines Tages verloren die Mauern der Burg, krumm und schief wie ein schwindsüchtiger alter Mann, jeden Zusammenhalt und brachen in sich zusammen. Der Fluch des alten Bauern hatte sich erfüllt. Und der Schatz des Ritters, wo ist er geblieben? Blieb er rostend im Sumpf zurück? Ja, das heißt, er sei auch jetzt noch in Altfeuchtburg. Aber es gibt keine Möglichkeit, zu ihm zu gelangen, denn wer es versucht, wird unweigerlich vom Sumpf erfasst. Doch manche können den Sumpf durchqueren. Es heißt, wenn man nachts zu den Toren der Burg geht, kommen die ertrunkenen Männer heraus, die einst in der Burg lebten, und versuchen, einen im Morast zu zerren. Wer sie abwehren kann, sollte in der darauffolgenden Nacht zurückkehren und noch einmal in der Nacht darauf. Wer die Prüfung besteht, versinkt nicht im Sumpf, sondern kann sicher darüber laufen wie über festen Boden. Dann kann er die Burg betreten.
Ha, davon habe ich auch gehört. Ein Ritter hat diese Geschichten geglaubt, rüstete sich und brach auf, um den Schatz zu holen. Doch er trug eine schwere Rüstung und schaffte es nicht einmal bis zu den Toren von Feuchtburg. Der Sumpf hat ihn lange davor verschluckt. Also machen wir das doch noch. Und Gerüchte über Unoohr. Neulich hat mir mein Schwager, der Taverne zum löchrigen Hut beschreibt, erzählt, dass ein seltsamer Gast bei ihm eingekehrt ist. Sein Haar ist dunkel, seine Augen sind dunkel und seine Kleidung ist schwarz von Kopf bis Fuß. Nicht ein helles Fleckchen an ihm. Die fleischgewordene Finsternis. Sein rechtes Bein ist verkrüppelt, sein Gang ist schlurfend und er zieht den Fuß nach. Er mustert alle unter dichten Brauen. Er wirkt so wild wie und seine Stimme. Er redet nicht viel, aber wenn, dann klingt es, als spräche der Teufel selbst. Er verrät niemanden seinem Namen. Ein Mann wollte ihn nicht in Ruhe lassen, fragte ihn beharrlich nach seinem Namen, einen Spitznamen, wo er kam und warum. Der Namenlose sagte kein Wort, sondern starrte nur. Am Morgen war der neugierige Mann verschwunden und seine Frau suchte ihn vergebens. Dunkel ist dieser Fremde. Kein Name, keine Geschichte. Vielleicht versteckt er sich vor jemandem, wer weiß. Aber er macht jedem, den er begegnet, Angst. Trotzdem wirft mein Schwager ihn nicht heraus. Der Klang von Gulden kann jeden ködern. So ist es eben. Der Namenlose zahlt gutes Geld für ein kleines Zimmer. Okay. Muss jemanden finden, der keinen Namen hat. Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Und dann schauen wir da mal, dass wir das da weitermachen. Das aber dann beim nächsten Mal. Ist schon ein bisschen lang geworden. Bis denn!